Melfort-Schokoladenkuchen. Zu Beginn wird der Backofen bei Ober- und Unterhitze auf 175 Grad Celsius vorgeheizt. Anschließend wird die Backform gründlich mit Pflanzenmargarine bestrichen und mit Backpapier ausgelegt. Danach werden 150 Gramm Mehl und 50 Gramm ungesüßtes Kakaopulver nacheinander in eine große Rührschale gesiebt. Das Sieben dient dazu, damit sich die Klumpen vollständig auflösen. Zu dem Gemisch werden nun 200 Gramm Zucker sowie ein Teelöffel Natron und ein halber Teelöffel Salz gegeben. Nun werden die Zutaten gründlich miteinander vermengt. Als nächstes wird das Mark einer Vanilleschote ausgekratzt und in eine zweite Schüssel gegeben. Zu dem Mark kommen nun noch 200 Milliliter Wasser, 5 Esslöffel neutrales Öl und 1 Esslöffel Melfort traditionell hell. Daraufhin werden nach und nach die trockenen Zutaten mit den flüssigen Zutaten vermischt. Sobald es ein glatter Teig ist, ist man mit dem Verrühren fertig. Nun wird der Teig in die vorbereitete Backform gegeben und glatt verstrichen. Um Luftbläschen aufzulösen, sollte man die Form mehrfach auf die Arbeitsfläche fallen lassen. Anschließend wird die Backform im vorgeheizten Ofen platziert, wo der Teig nun 40 bis 45 Minuten backt. Der Kuchen ist fertig, sobald die Kuchendecke bei Berührung leicht zurückspringt. Nachdem man den Kuchen hat abkühlen lassen, kann man ihn aus der Form lösen und mit Puderzucker bestreuen. Diesen Kuchen kann man sowohl pur als auch mit Früchten genießen.